Servus, grüßt euch, hier ist Mixi. Und zwar mache ich diesen Film heute speziell für den Jörg. Das ist der Mann einer ganz lieben Kollegin. Und mit dem mache ich so einen Bayerischkurs, so über WhatsApp. Und da habe ich gedacht, zu Jörg, zum Bayerischkurs gehört auch bayerische Lebensart. Und was auf alle Fälle in dieser Jahreszeit zum Bayern gehört, ist ein Zwetschgendatschi. Und heute mache ich für euch, also eigentlich speziell für dich jetzt, Jörg, mache ich einen Zwetschgendatschi. Und zwar brauchen wir dafür einen Teelöffel Zucker, einen halben Würfel Hefe, 125 ml Milch, also ein 8 Liter. Und diese Sachen geben wir jetzt schon mal zusammen in den Thermomix rein und machen da so eine Art Vorteig. Halber Würfel Hefe. Tschakawusch. Und da rein. Das schalten wir jetzt auf 37 Grad und lassen den 2 Minuten sozusagen einen schönen Vorteig machen. Halt. 2 Minuten. 37 Grad. Und auf geht's. Wenn der Vorteig fertig ist, geben wir jetzt 350 Gramm Mehl hinzu, 80 Gramm Zucker und 50 Gramm ganz weiche Butter. So, da. Und noch eine Prise Salz. Jetzt wird das Ganze 4 Minuten zu einem ganz schönen Teig geknetet. Da gehen wir auf die Teigstufe, geben ihm 4 Minuten. So, das ist ein schöner Teig geworden, das seht ihr hier. Den gebe ich jetzt hier in meine große Nixe und lasse den einfach jetzt noch so lange gehen, bis der sich verdoppelt hat. Ja? Also Teig muss sich verdoppeln und dann kann man ihn weiterverarbeiten. In der Nixe lasse ich ihn gerne gehen, weil im Glas, Hefeteig im Glas gehen lassen ist total super, weil der geht richtig schön auf. Da sind keine Sachen, die ihn stören beim Hochgehen. Also es ist ganz, ganz, ganz glatt. Deswegen hat der richtig schön, kann der schön gemütlich aufgehen, ohne dass ihn irgendwas aufhält sozusagen. So, da. Ihr seht, der Topf ist eigentlich, der Teig ist total gut rausgegangen. Vielleicht noch irgendwas unten drunter. So, das haben wir jetzt auch raus. So, jetzt kommt auf die Mixer einfach der Deckel drauf. Dann stelle ich es ein bisschen ins Warme und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Teig ist jetzt gegangen hier. Und ich gebe den jetzt hier auf unseren großen Ofenzauberer, unseren James. Ihr seht, der ist hier schon. Den habe ich schon öfter benutzt. Der hat also schon eine schöne Patina. Der James, der ist 40,5 x 30 cm, also ist praktisch das Innenleben eures Backblechs. Und von daher ist der super gut zu gebrauchen. Den Teig, den gebe ich jetzt da drauf. So. Und den nehme ich jetzt hier unseren Teigroller und roll den so richtig schön aus. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, dass ihr versucht habt, einen Hefeteig auf einem Backpapier auszurollen, weil der zirpt ja immer so zusammen. So, ihr rollt und rollt und rollt und dann macht es wieder tschuk. Und was toll ist, wenn ich den hier auf meinem James habe, auf meinem Ofenzauberer, dann bleibt der da so richtig schön liegen. Ihr seht das? So. Den kann man auch hochnehmen und einfach in die Ecken ziehen, wo man ihn gern haben möchte. So, lala. Den muss ich natürlich jetzt nicht so dünn ausrollen wie einen Flammkuchen, denn er darf ja schon ein bisschen heben, der kann schon. So, lala. Ihr seht, das wird ganz gut hier. Wie gesagt, einfach meine kleine Rolle nehme ich jetzt dafür, diese kleine, die nehme ich jetzt dafür, um den Rand ein bisschen hochzuziehen. Ihr seht das hier, das geht ganz gut. Das Wort Zwetschgendatschi, also den ersten Zwetschgendatschi, glaube ich, gab es in der Nähe von Augsburg. Deswegen wird es auch oft Datschiburg genannt, wenn man den Namen verschrotten möchte. Und zwar Zwetschgendatschi deswegen, weil die Zwetschgen, die werden jetzt nicht nur draufgelegt auf den Teig, sondern die werden richtig reingedätscht, also richtig reingedrückt, ja, von Datschen, also von Drücken. So, da. Bei den Zwetschgen werden jetzt aus dem eigenen Garten. Es ist jetzt irgendwie, heute ist der
weiß ich nicht, der 27. Juli. Na, heute ist schon der 28. Und die Zwetschgen, die sind jetzt noch nicht so wirklich ganz reif, sondern die sind noch ein bisschen grün, was aber nichts macht. Die sind quasi noch ein bisschen fester. Wenn sie nämlich sehr reif sind, dann sabbern die total aus. Also das wollen wir nicht. Ich habe die jetzt hier in so Viertel geschnitten, das seht ihr. Also einfach ein... Und jetzt dätsche ich quasi diese Zwetschgen so richtig schön in den Teig hinein. Danach kommt noch ein bisschen Zucker und der Zimt dann drüber, wenn die aus dem Ofen kommen. Aber das machen wir dann. Also jetzt erstmal ganz schön dicht in den Teig hineingedätscht. Ihr seht, das ist jetzt alles voll, wenn die noch so kleine Löchlein sind, da kann man noch ein bisschen was dazwischen datschen, sozusagen. Und dass das ein schöner, saftiger Kuchen wird, ich gebe jetzt da gleich noch ein bisschen an braunen Zucker drüber. Und danach gibt es dann noch ein bisschen an Zucker mit Zimt gemischt. Aber das ist erst dann, wenn es später ist. Das Rezept habe ich übrigens von der Seite bayerischkochen.de. Ich link das unten, verlinke das unten. Das ist das Rezept. Und genau, jetzt geht es ab in den Ofen damit. Und hat es hier, so ist er jetzt, belegt. So, lieber Jörg, es gibt jetzt überhaupt keine Ausrede. Du kannst dich jetzt quasi hinstellen und deiner Steffi einen schönen bayerischen Zwetschgendatschi machen, weil du hast ja jetzt die gute Anleitung von mir. Ich bin gespannt auf deinen Bericht. Und an alle anderen, wir sehen uns gleich wieder. Jetzt habe ich gerade das Rezept nochmal gelesen und habe gesehen, dass die das jetzt schon drüber streuen. Also nehme ich jetzt hier meinen Zucker und Zimt in meinem Streufix und gebe das noch ein bisschen über die Zwetschgen drüber. Also Zucker, Zimt vermischen und dann, ich habe das aber hier schon vermischt und von daher über die Zwetschgen drüber und dann erst backen. So, ich schnappe jetzt meine Pax-An-Handschuhe und hole den Ofen aus dem... Nein, hole den Kuchen aus dem Ofen. Oh... Der schaut aber mal ganz schön lecker aus. Ich hole den jetzt mal ein bisschen näher ran, dann könnt ihr das besser sehen. Boah, der schaut richtig gut aus, oder? Zwetschge im Vollformat. Also der ist so richtig gut. Jetzt schneide ich ihn an, weil ich nämlich letztens angesprochen worden bin, dass ich doch bitte die Kuchen einfach mal anschneiden soll. Schön saftige Zwetschgen. Das ist natürlich jetzt auch ganz super lecker, wenn jetzt der noch so ein bisschen durchsaftet. So, tada. Nehme ich hier meinen großen Servierheber. Dann kann das hoffentlich gut rausholen. So, jetzt schaut sie mal daher, wie lecker der ausschaut. Hier ganz super fluffig. Fluffig, locker, locker. Und hier suppt er jetzt noch ein bisschen durch. Aber das ist nicht so schlimm, weil das wollen wir ja, damit der schön durchgezogen ist. So. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch eine gute Anregung gegeben für einen bayerischen Zwetschgendatschi. Lieber Jörg, ich erwarte, dass ich da Fotos von dir kriege, wenn du die nachgemacht hast. Weil ich weiß, du hast das ganze Equipment zu Hause mit Ofenzauberer und Servierheber und Teigroller. Das hast du alles, das weiß ich. Von daher wünsche ich gutes Gelingen euch allen. Und wir sehen uns wieder bei meinem nächsten Film unter Miss Mixi bei YouTube. Ihr könnt mich aber auch finden unter missmixi.de. Da habe ich so einen Blog. Den habe ich jetzt zwar in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, aber ich schaue jetzt dann Urlaub und hoffe, dass ich ein paar Berichte schreiben kann. Und dann möchte ich noch auf Facebook, habe ich Thermomix Featured Pampered Chef, aber die Gruppe kennt ihr wahrscheinlich schon. Und dann wollte ich euch noch sagen, ich suche immer wieder Leute, die gerne die kochbegeistert sind, so wie ihr, die ihr dazuschaut, und mal gerne ein Praktikum bei Pampered Chef machen wollen. Ihr dürft mich gerne ansprechen, ich hätte euch gerne in meinem Team.
bis bald. Vielleicht klappt es ja. Auf Wiedersehen, bis Mixi. Ciao. Also ich habe jetzt gerade ein Stück gegessen und ich muss euch sagen, der schmeckt leider sehr, sehr geil. Vor allem jetzt, wenn er noch warm ist, ein Traum. Wahrscheinlich schmeckt er auch noch sehr gut, wenn er abgekühlt ist. Aber dieses Stück, was ich euch gerade vorhin gezeigt habe, hatte jetzt leider keine Chance. Ist schon weg. Bis bald. Ciao.